Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Make Your Kingdom. Mit wem? Mit ihm! Mit König Otto! Hurra! Er ist wieder da! Der royale Wahnsinn hat uns wieder nach der letzten Folge, wo uns die bösen, bösen Orks ausgeraubt haben. Alles haben sie mitgenommen. Hoffentlich haben sie das Gold dagelassen. Ein bisschen Gold haben wir ja noch. Und ja, die Bonnie hat gesagt, scheiß auf das Gold, Hauptsache Nahrungsmittel. Bonnie. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Ganz ehrlich. Also wirklich. Mann, Mann, Mann. Ja, wir haben etwas erweitert, ne? Dieser böse, böse Ork-Überfall hat uns veranlasst, weiter zu expandieren. Wir haben hier drüben im Osten, naja, je nachdem, was heißt Osten, Westen, je nachdem, von welcher Seite man schaut, haben wir etwas erweitert. Wir haben weitere Gebäude gebaut, hier zum Beispiel weitere Bauernhöfe, ne? Oder Höfe, ne? Hier wird fleißig angesät, so muss es sein. Uns sind ja auch die Nahrungsmittel ausgegangen. Und wir haben ferner noch hier erweitert, wir haben ein Krankenhaus gebaut hier drüben. Wir haben so zusätzlich so einen kleinen Heiler hingestellt, der das Elixier produziert hierfür. Und irgendwie geht da gar nichts vorwärts, stelle ich fest, oder? Hier wird einfach nichts produziert. Sehr fix. Die faule... Achso, ich wollte es gerade sagen, aber nee, gut, jetzt hat er sich's überlegt. Sehr gut. Wir haben den Verkauf umgestellt. Ja, das machen wir jetzt auch. So, zack, genau, ich wollte es gerade sagen. Wir verkaufen nämlich aktuell nichts. Beziehungsweise wir hatten keine Heilung mehr, deswegen habe ich das jetzt geändert. So, und da wurde schon geweint. Du musst was verkaufen, dann scheiß mache ich. Niemand kennt unsere Siedlung. Ja, ja, passt schon. Also wir kaufen momentan nur an, und zwar Beeren. Einmal essbare Beeren und einmal diese komischen Beeren, die eben der Heiler braucht. Denn der hat keine mehr, so wie es aussieht. Tja. Also wie gesagt, zwei Höfe hier am Start, hier drüben. Wir haben einen Schmied jetzt inzwischen auch, der stellt auch Waffen her, also Nahkampfausrüstung und Fernkampfausrüstung, und diese haben wir irgendwo eingelagert, irgendwo hier, glaube ich, oder? Nee, hier, genau, aber da wird es gar nicht eingelagert, sondern das geht direkt hier in die Kaserne, und da könnte ich jetzt zum Beispiel schon Leutchen quasi anwerben, die dann hier bewaffnet durch unsere lustige kleine Gemeinde ziehen und für Recht und Ordnung sorgen, meine Damen und Herren. Für Recht und Ordnung, das ist sehr wichtig, genau. So schaut's aus. Und uns sind ein paar weggestorben, ob der Nahrungsmittelkrise in der letzten Folge. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder freie Wohnfläche zur Verfügung. Ist das nicht schön? Naja, ein bisschen Ironie und Sarkasmus schwingen da natürlich mit. Okay, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist so eine Übersicht einfach über wie viel Gebäude von was habe ich, ne, dass ich mir das irgendwie anzeigen lassen kann. Da fehlt mir einfach so eine... Eine Unterstützung, das zeigt mir zum Beispiel alle Getreidehöfe. Dann klicke ich da hin und dann werden hier irgendwie alle Getreidehöfe markiert. Na, so muss ich jetzt mal selber schauen und suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Köhler suche, ne, dann weiß ich, okay, hier drüben habe ich einen Köhler. Das weiß ich halt. Aber, ja, den muss ich suchen. Den muss ich jedes Mal suchen. Ne, hier zum Beispiel habe ich einen Schmied, könnte ich mit dem Köhler verwechseln? Nein, ich habe nur einen Köhler. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber gut, vielleicht kommt es noch. Das sind einfach so Dinge, die das Leben leichter machen, gell? Hier unser Förster, der ist auch sehr beengt hier. Ne? Wo soll er denn Bäume pflanzen? Hier ist ja überall zugebaut. Also das war natürlich auch etwas kurzsichtig von mir, muss ich zugeben. Aber gut, ne? Hier haben wir es ja besser gemacht. Der steht etwas weiter draußen. Der hat hier genug Fläche, um Bäume wieder anzupflanzen. Ferner haben wir hier dieses Gelände zum Abholzen markiert. Das heißt, hier wird dann irgendwann auch mal ein Förster entstehen. Bis es aber soweit ist, wird noch etwas Zeit vergehen. So, hier haben wir... Gut, aber Moment, wir haben 13 Platz. Ne? Eigentlich sollten wir noch ein paar Leutchen an den Start bringen. Gell? Ja, komm, wir fordern mal ein paar neue Leutchen an. Was soll schon passieren? Genau, nichts. Wann ist jemals was Schlimmes passiert, wenn wir das gemacht haben, Otto? Kannst du dich dran erinnern? Ich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist nie was Schlimmes passiert. Herrlich, schau mal hier. Na, der Weizen wird hin und her getragen. Das ist toll. Aber so neu aussehen? Na, jetzt, da muss der König wieder selber hier mitarbeiten, ne? Heieiei, immer das Gleiche, diese faulen Untertanen hier. Wird viel zu wenig gearbeitet. Die machen viel zu viel Pause. Kein Wunder, dass da nichts vorwärts geht, dass da jedes Mal der arme Otto mitarbeiten muss hier. Naja. So, wer hat es geschrieben? Das sieht aus, als hätte jemand Auswurf, ne? Wenn man hier ansieht. Das fand ich jetzt nicht sehr charmant, aber ja, irgendwie hat er natürlich recht, gell? So,
Hier sind die Steinmichels, genau. Jawohl, da kommen die ganzen neuen Verrückten hier. Schau mal, oder sind die schon gekommen? Ach, verdammt, eine böse Krankheit ist gekommen. Sehr unschön. Schon wieder. Ja, das schaut, die ganzen Zugreisen, die schleppen die Seuche ein hier bei uns. Da haben wir es mal gesehen, live und in Farbe. Na, super. Ja, genau, so ist recht. Ui. Wohnfläche zu wenig. 4 Leute. Hei, 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 hei. Da fällt mir nichts mehr ein. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber so. Jetzt wird hier auch Medizin produziert. Jawohl. Zum Glück haben wir da ein paar Bärchen gekauft, ne? Dann wird es schon. Ne? Die werden alle schön brav behandelt. So. In der Zwischenzeit werden wir hier mal unsere erste Miliz einstellen. 4 Nahkämpfer, 2 Fernkämpfer. So, dann schauen wir uns das Debakel mal an, was das wird. Da schnappen sie sich jetzt die Ausrüstung, oder? Und laufen. Ja, schau das hier an, die Burschen. Oh, das sieht ja mächtig aus. Jetzt können die Orks kommen. Na gut, wahrscheinlich nicht. Das ist bestimmt viel zu wenig, aber... Was soll's? Komm, Otto, wir schauen uns das einmal an. Wie die da mit der Waffe rumlaufen, hier, die Verrückten. Man sollte die Verrückten nicht bewaffnen, gell? Hehe, zu spät. Ja, Otto ist auch bewaffnet. Naja, gut. So. Und jetzt, wo sind die? Hallo? Laufen die jetzt hier Streife, oder was? Hallo? Miliz, wo seid ihr? Hände hoch, Geld her. Achso, nein, ich bin ja der König. So, da läuft die ja. Na, schau mal, hier mit Rüstung und allem läuft er rum. Jawohl. Kann mit dem quatschen. Halt, stehen bleiben. Lang lebe das Königreich. Jawohl, ciao. So ist gut. Lange lebe das Königreich. Das, na, das sind die richtigen Untertanen. Jawohl. Also, die Jungs sind schwer bewaffnet. Jawohl. Das gefällt uns. So, was passiert hier so? Hm? Geht ja alles mit rechten Dingen zu. Naja. So, ich lass mal den Otto hier stehen. Genau. Der bleibt einfach mal hier geparkt, der Otto. So, dann schauen wir uns das Debakel mal an. Also. Bären haben wir keine mehr, ist nicht schön. Medizin haben wir keine mehr, auch nicht schön. Doch, bisschen was, ne, ein paar Kranke und so, aber okay. Stimmt ja gar nicht, die Anzeige hier. Was ist das denn? Ach, das ist der Bestand oder was? Aber wir haben doch hier schon mal... Ah, okay. Ja gut, dann stimmt es vielleicht doch. Ein Bestand noch. Na gut. Also, Stein haben wir, Holz haben wir. Mehr als genug. Ich glaube, das können wir ein bisschen runter priorisieren. Die Kohle können wir auch runter priorisieren. Das Brot muss nach oben. Die Wurst, haben wir mittlerweile genug. Die Wurst haben wir ja mehr als genug, schau mal hier. Aber gut, es schadet trotzdem nicht, wenn man das Klump hier hat, gell? Wenn man das ein bisschen einsammelt. So, zack, zack. Die Bretter tun wir dahin. Das Eisen ist nicht so wichtig. Okay. Der Stein ist doch auch absolut unwichtig momentan. Das ist doch völlig unkritisch hier. Zack. Also, Fleisch, Weizen, Wolle. Weizen nach oben, Weizen hat Prio 1. Wurst und Brot, quasi ein Wurstbrot. Sehr schön, das Wasser, ja. Ja, das Wasser muss eigentlich auch oben mit, denn ohne Wasser könnt ihr auch kein Brot herstellen, ne? Genau, ohne Wasser gibt es kein Brot. So, 5 Weizen kommen dazu. Das sieht für mich so aus, als wäre hier der Bedarf gedeckt. So, von meiner laienhaften Betrachtungsweise. Brot nimmt zu, Wurst nimmt zu. Heißt, Nahrung ist erstmal kein Problem. Kohle nimmt ab. Deswegen wäre eben die Überlegung zu sagen, wenn Kohle abnimmt. Gut, ja. So viel Kohle sollte jetzt eigentlich nicht mehr verbraucht werden, ne? Ich meine, jetzt ist Frühling, es wächst wieder alles. Jetzt sollten sie nicht mehr so viel heizen müssen. Es nimmt auch eher zu, wenn ich mir das so anschaue. Aber gut. Behalten wir im Auge. So, was macht unser Lager? Das ist noch schmutzleer. Gut, aber die bringen ja momentan auch alles rüberwärts zur Mühle. Mühle steht natürlich auch am Arsch der Welt, gell? Aber gut, wir hier haben halt angefangen zu bauen, deswegen. Naja. Was willst du machen? So, haben die da drüben jetzt inzwischen abgeholzt ein bisschen? Ja, haben sie. Aber nur übersichtlich. Ich habe doch hier den Befehl zum Abholzen gegeben. Genau, schau mal. Das muss alles noch abgeholzt werden. Deswegen, da warte ich jetzt noch, bis da ein bisschen mehr Platz ist. So, wir sollten in der Zwischenzeit vielleicht nochmal ein Haus bauen.
Und dann kann man das aufwerten. Ja, es, wisst ihr was? Das wert mal auf. Dann sind es genau die 4 Wohnraum, die uns fehlen. Wenn wir das Ding hier aufwerten. 4 Stein, 8 Holz. Die haben wir ja wohl, oder? Ja, die haben wir definitiv. Eisen haben wir auch genug. So. Beim Schmied wird doch jetzt noch... Da wird momentan nicht produziert. Genau, das habe ich deaktiviert. Weil wir hier ja noch 4 Nahkampf- und 6 Fernkampfwaffen haben. Wir benötigen mehr Häuser, wir benötigen mehr Feuerwachen. Wieso denn? Wir haben doch hier eine Feuerwache. Reicht ja wohl. Mensch. Ihr wollt immer komische Sachen haben. Da hat er Feuerwache. Ne? Pff. Muss doch sehr bitten hier doch. Okay, was man machen könnte, ist Holz und Stoff. Wir können den Stoff verkaufen. Ja, wir klöppeln den Stoff raus. Wie viel haben wir vom Stoff? 6. Das ist natürlich nicht so viel, ne? Okay, Waffen kann ich zum Beispiel gar nicht exportieren. Das ist ja spannend. Weshalb auch immer. Vielleicht will der Entwickler nicht, dass man Waffen exportiert, weil das in der aktuellen politischen Situation, ihr wisst, was ich meine, nicht so wirklich gut kommt. Aber man könnte... Na, ich sag nix. Na, ich sag nix. Alles gut, vergesst... Na gut, ich hab's ja nicht gesagt. Alles gut. Ich schau gerade nahrungstechnisch. Ich glaube, wir haben die erste Nahrungskrise überwunden. Ja, sollte jetzt kein Problem mehr sein. Zumindest solange nicht Winter ist, aber gut. Und solange die bösen Orks nicht wieder alles wegplündern. So, hier haben wir mehr Stein als wir eigentlich brauchen. Holz, Eisen ist voll. Wir sollten nochmal ein Lagerhaus bauen. Es ist eigentlich schade, dass hier die Produktion stillsteht. Das ist nicht gut. Wo war denn das Lagerhaus? Hier, komm, wir bauen nochmal ein Lagerhaus. Ja, da wollte ich eigentlich das Ding jetzt hinbauen, den Förster, ne? Ja, eigentlich wollte ich da den Förster hinbauen. Ja gut, ein bisschen Platz ist ja, komm, was soll's. Ein bisschen Platz ist da, ja da, das passt dann schon. So, dann ist der auch angedockt. Dann bauen wir hier nochmal, dann machen wir hier noch ein bisschen Stein- und Holzbretter, ne? Weil das steht momentan. Und den Holz, von dem Holz was einsammeln? Ne, der kommt gar nicht hinterher mit dem Verarbeiten. Das Zeug geht gar nicht raus, ja, weil es keiner verbraucht. Es verbraucht momentan keiner Holz. Das wundert mich aber, denn der Köhler, der sollte doch Holz verbrauchen. Genau. Ne, das ist die Säge. Moment, hier ist der Köhler. Der zack, der kommt gar nicht hinterher, weil es auch nicht abtransportiert wird. Okay. Vielleicht jetzt, wenn die Möglichkeit eines zweiten Lagers gegeben ist. Da bin ich für Kohle, für Stein. So wie hier. Kohle, Bretter und Stein machen wir da. Kohle, Bretter und Stein. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das dauert, bis hier was transportiert wird. Die Aufwertung unserer Bude ist fertig. So, jetzt komm, auf geht's. Gas geben. Schau mal, wie es da wuselt. Und schau mal, wie überall plötzlich die Produktion wieder anspringt. Ne? Schau mal, wie hier plötzlich wieder gearbeitet wird. Und zack, und er hier, zack, 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 jawohl. Geht doch, Mensch. Oh nein, die bösen Orks. Wo sind's, die Burschen? Die dreckigen, da drüben, nee, das sind nicht die Orks, oder? Nee. Da, komm jetzt, Otto. Raus und uff, gib ihm Saures. Bäm, 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 bäm. Jawohl, der Hog ist kaputt. Hey, zack, boom, boom, boom.
Wo ist meine verdammte Wache? Auto ist kaputt, verdammt. Ui, ui, ui. Auto ist kaputt. Ah, jetzt habe ich mich so schön geschlagen und ein paar Orks mitgenommen. Da, Otto ist da, schau mal, Otto. Otto muss ins Krankenhaus. Oh, Otto, was war los? Otto hat Schwächeanfall gehabt. Da, haben wir gewonnen, oder? Da, da ist der Sack hier. Zack. Bäm, jawohl. Tada. Hat er ja Pause gemacht? Glaube ich ja gar nicht. Ah, verdammte Orks. Hast du sie noch gesehen? Ole. Nein, nicht du. Wo ist denn die Wache hin, Mensch? Der haut einfach ab. Hey du, stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Polizei. Wusstest du, dass im Inneren eines Luftschiffs eine Wolke ist, die es in den Himmel steigen lässt? Na, das wusste ich nicht. Das ist ja sehr interessant. Sowas. Aber ich glaube, wir haben die bösen Orks verjagt. Hoho, ein Hoch auf König Otto. Jawohl, sehr gut, Otto. Hast du schön gemacht. Mann, Mann, Mann. Da, die ganzen Penner sind jetzt alle weg. Nahrung ist noch da. Alles noch da. Alles gut. Oh, einer ist gestorben, glaube ich. Naja. Ja, meine Bogenschützen sind kaputt. Die Bogenschützen, diese Simulanten. Nee, stimmt gar nicht. Was ist denn das hier? Was soll denn das heißen? Sind die alle krank oder was? Weil, hä? Das verstehe ich nicht. Hier steht 2, hier steht 0. Das verstehe ich jetzt nicht. Was soll das? Das sieht, also diese Null hier verstehe ich halt überhaupt nicht. Aber gut, okay. Nicht denken. Ist so. Genau. Ist so, klingt immer gut. So, Freunde, es ist Sommer. Was ist los? Wir brauchen langsam mal hier ein paar Vorräte. Hm? Wir brauchen ja langsam Vorräte für den Winter. Hier, ich erwarte, dass diese Lagerhallen gefüllt werden. Boah, ein Weizen. Ey, was stimmt mit euch nicht? Was stimmt mit euch nicht? Ihr verbraucht doch nicht alles, oder? Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein, dass die alles direkt verbrauchen. Die ganzen Weizen, Leute. Es ist unglaublich. Das wird alles verbraucht. Ich brauche noch einen Hof, dass das funktioniert. Eieiei, ich will hier, das wird ja noch der Landwirtschaftssimulator wird es hier, wenn es so weitergeht. Unglaublich. Eieiei, na gut. So, also, dann machen wir hier wieder. Zack, mehr kriegen die eh nicht geschissen, die Jungs. Ne? Die vergessen ja immer anzusehen. Die Luschen. Otto, komm mit, wir gehen mal zum Ansehen. Einfach so, dass schon mal was wächst. So. Genau, kommt wieder der Auswurf hier. Der Würfelhusten, oder wie er gesagt hat. So was. Na dann, also. Job dann, den Rest müsst ihr machen. Okay, da helfe ich auch noch kurz beim Bauen, ne? Der Otto, ne, ist ja logisch. Otto hilft überall mit. Aber es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir die Orks erfolgreich zurückgeschlagen, Ole. Und unsere Siedlung verteidigt. So, liebe Leute. Wir arbeiten gefälligst 2. Und zwar flott. Brauchen wir Feuerwachen. Ja, ein Scheiß brauchen wir. Nix. Nix. Nix brauchen wir. Wir haben genug Feuerwachen. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es zu wenig. Ich weiß, aber trotzdem. Ich bin doch viel zu geizig für sowas.
Totengräber haben wir auch noch nicht. Ein Krankenhaus haben wir schon. Ja. Deko ist ja völlig überbewertet. Wer braucht Deko? Ich brauche sowas. Eine Steuereintreiber. Jawohl, den bauen wir jetzt. Komm, Leute, der ist wichtig. Einfach so. Steuereintreiber sind sehr wichtig. Fürs Allgemeinwohl. Finde ich auf jeden Fall, dass das wichtig ist. Auch solche Leute muss es geben. So, was macht unser Lager? Ist bumsvoll hier, schau mal. Krass. Ich könnte hier Lager bauen ohne Ende. Aber die Scheune kriegen sie nicht voll, ne? Ne. Die Scheune kriegen sie nicht voll, weil sie wieder hier... Schau, es ist Sommer. Niemand hat irgendwas angesät. Niemand. Boah, ich dreh durch. Junge, Junge, Junge. Wieso latschen wir eigentlich durch? Wieso nutzen wir nicht die Straße? Okay, egal. Macht nix. Wahrscheinlich, weil keine Straße gebaut ist. Also rennt man einfach direkt durch. Na, ich kürze jetzt hier auch mal ab. So, wo habe ich das Feld hier oben? Wieso hat jetzt der den Weizen von irgendwo daher getragen? Ich glaube, die Wegfindung ist vielleicht auch nur eine kleine Schwachstelle. So geringfügig. Naja. Maximal geringfügig. So. Jawohl, also. Alles angesät. Jetzt könnt ihr wieder Pause machen, ihr Helden. König Otto hat fleißig mitgeholfen. Sehr schön. So, hier, es muss alles abgeholzt werden. Alles weg. Aha. Hier wird angesät. Jawohl, du hast da was vergessen. Hallo hier, schau mal. Ja, du Alibi-Arbeiter. Jetzt war ich schneller, du. Mann, Mann. Nehmen wir die Alibi-Arbeiter hier. So, wie schaut's da aus? Da muss auch noch gesät werden. Hallo? So. Jawohl. Wie schaut's da aus? Da hat man noch was vergessen hier. Schau mal. Der Kini-Landwirtschaft. Mei, oh mei. So. Ein Blick auf die Statistik verrät. 7 Weizen sind im Kommen und wir haben trotzdem Probleme. Ne? Wir haben keine Reserven für den Winter. Heißt, wir werden wahrscheinlich wieder zukaufen müssen. Könnte man ja jetzt schon einstellen. Genau. Wir haben keine Beeren. Okay, bei den roten Beeren, da sieht es gut aus. Ich finde es halt echt schade, dass man keine Beeren anpflanzen kann. Das wäre doch eigentlich logisch. Ne? Dass man sagt, komm, so wie hier zum Beispiel. Ne? Man knallt einfach ein paar Beeren hin und fertig ist die Laube. So, krank ist niemand. Wir haben genug Elixier, also Krankheitswelle von wegen. Oder was mir auch ein bisschen fehlt hier beim Verkauf, dass ich sagen kann, also nicht nur die Begrenzung der Stückzahl beim Einkauf, sondern auch, dass ich sagen kann, wenn du verkaufst, verkauf zum Beispiel den Stoff, aber nur bis zu einer Obergrenze von, keine Ahnung, 10, also dass 10 Restbestand bleiben. Ne? Das haben andere Spiele schon vor Jahrzehnten richtig gut vorgemacht, wie sowas funktioniert. Ich denke zum Beispiel an Patrizia 2, ne? Das war für seine Zeit, für die Möglichkeiten des Handels richtig, richtig gut durchdacht. Das fehlt mir hier, sowas. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. So, und warum zur Hölle passiert ja nichts? Was ist da los? Hm? Verstehe ich nicht. Na gut. Wir bauen noch ein paar Häuschen. Wahrscheinlich haben wir viel zu wenig Leute inzwischen. Könnte ich mir vorstellen. Dass das vielleicht ein Problem ist. Also, ein Haus entstellen. Machen Wohnungsbauoffensive. Stellen wir auch ein Haus hin. Zack. Und wegen mir bauen wir nochmal eine blöde Feuerwache, dass das mit dem Geweine endlich mal Ruhe ist hier. Scheiß Feuerwachen. Hei, hei, hei. Passt da eins hin? Nein. Doch, passt hin. Okay. Okay, spannend. Zack. So, Feuerwache hier hinten. Total beschissen angebunden, aber gut. So, das Holz hier, das muss da auch noch weg. Das geben wir auch gleich mal in Auftrag. Dass der ganze Schmarrn hier wegkommt. Zack.
Alles weg. Braucht ihr kein Mensch, ne? Da kann mir die Straße hintenrum machen. Dann läuft es. So, liebe Leute, apropos laufen, genau. Die Zeit ist abgelaufen. In diesem Sinne, König Otto sagt vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Freut sich, dass er heute zum ersten Mal zack, zack, erfolgreich die Orks hat kloppen können. Und bedankt sich und hofft, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit dem royalen Wahnsinn hier. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.